Die Sprache der Tiere. Tja, neulich stand ich nämlich hier am Fenster und habe mit einer guten Freundin telefoniert. Und da kam man so auf das Thema Krafttiere zu sprechen. Ne? Und da erzähle ich ihr so, mir nichts, dir nichts, dabei denken, dass mich hier die ganze Zeit Schwalben anfliegen. Ja, sie sind hier direkt auf dieses Fenster zugekommen und sind dann direkt vorm Fenster hochgestartet. Und zwar hier oben das Schwalbennest. Das kennt ihr ja, ne? Tja. Und hat er das halt ein bisschen erzählt. Ja, und dann sagst du mir, warte mal, da gucke ich gleich mal nach, was denn Schwalbe als Krafttier bedeutet, ne? Und erzählt sie mir so, ja, Veränderung im Leben und ja, kurz davor stehen und bla bla bla. Aber eine Info, die habe ich mir gemerkt, und zwar hat sie gemeint, ich solle bei dem, was ich gerade tue, ein paar Schritte zurückgehen. Und soll dann nochmal gucken. Ja, das kam mir eigentlich ziemlich gelegen, weil, ja, wie ihr es mitbekommen habt, eines meiner letzten Experimente war dieses Mikrowellenzeugs gelumbig und so weiter und so fort, ne? Ja, hier diese ganzen auseinandergebauten Dinger. Parallel dazu habe ich mich hier über sowas gemacht, so freie Energie aus der Luft, also da scheint man so, wie er angegeben war, hat bei mir so gar nicht funktioniert. Die Dioden waren schweineteuer gewesen, über 1,50 € die Dioden, da braucht man 16 Stück pro Schaltung. Also ja, da war ich echt froh über die Info gewesen, dass ich mal ein paar Schritte zurückgehen soll. Ja, und zum Glück, also die Mikrowellen hatten doch einen guten Sinn gehabt, hat mich dann der Rainer, ne, ich nenne dich jetzt mal Rainer, derjenige weiß schon, wen ich meine, echt weitergeholfen. Also danke, 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 danke nochmal. Also wenn du mir dieses Brett nicht vor den Kopf geschlagen hättest, ich glaube, hey, da hätte ich noch ewig weiter im Heuhaufen gesucht nach der Nadel. Tja, na, geht's nämlich hier rum. Das ist heute das Thema. Tja. Der berühmt-berüchtigte Ausschaltstromstoß. Das ist das Schaltbild dafür, so wie es hier gerade eben aufgebaut ist. 9 Volt Blockbatterie. Der rote ist es Plus, ne? Der schwarze ist es Minus von der Batterie. Und dann geht der Minus von der Batterie auf die eine Seite der Primärwicklung, geht über eine 4007er Germaniumdiode. Muss nicht unbedingt Germanium sein, Hauptsache die hält so ein bisschen was über 100 Volt aus, wenn man mit 9 Volt reingeht. Geht dann auf die Plusseite vom Kondensator. Und die Minusseite vom Kondensator kommt einfach an die andere Seite der Primärwicklung. Und die kann man dann über einen Schalter, wenn man möchte, ne, mit dem Plus der Batterie wieder verbinden. Tja. So ist dann nochmal das ganz einfache Schaltbild dafür. Ja, und was wollen wir denn hier eigentlich machen? Also, hier wie die Spule unten drauf gewickelt ist, können wir uns ja halbwegs vorstellen. Ne? In der Mitte Blechpaket, dann Spule außenrum und was passiert, wenn man da Strom drauf gibt? Genau, ein magnetisches Feld wird erzeugt, ne? Hier drin. Das ist dann sowas wie ein Elektromagnet, so ein Ding. So, lässt man wieder los, bricht es wieder zusammen, das Feld, was hier drin aufgebaut worden ist. Die richtigen Physiker und Elektriker, die sagen da irgendwie Flux dazu und haben ganz schöne Formeln, wo Phi und solche Sachen mit vorkommen. Ja, und wir wollen es mal so einfach wie möglich belassen, damit man es ein bisschen verstehen kann. Ne? Das ganze Formelgeding sich kann man ja später machen, wenn man die Praxis erstmal so halbwegs ein bisschen drin hat. So, wie geht's denn weiter? Tja, hier habe ich erstmal das Diagramm aufgemalt, wie ich mir das ungefähr so denke. Ne? Wir werden es dann gleich nochmal versuchen am Oszilloskop zu sehen, wie sich das denn verhält, wenn wir Strom auf unsere Spule geben. Ne? Das ist jetzt der Bereich, wo wir unseren Strom auf die Spule draufgeben. Ne? Das hier ist die Spannung. Dann, wenn das Feld gesättigt ist, geht natürlich nichts mehr rein. Ne? So, das ist dann der Punkt, wo man ausschaltet. Und wenn man ausschaltet, kommt ein Strom, eine Spannung, irgendwas jedenfalls entgegengesetzt in dieser Art und Weise zurück. Und
Die Linie geht hier so weit, weit runter. Ich weiß jetzt nicht so richtig, ob das schon mal jemand richtig messen konnte, aber so wie ich das bisher mitgekriegt habe, haben sind die ganzen Oszilloskope da an ihre Grenzen gekommen. Ja, und das ist nämlich genau der Punkt, wo dann die freien Energiebastler, ne, unsere freie Energie drin sehen, ne? Also in dem Moment, wenn das Feld zusammenbricht, also an Soll dem dann. Punkt nochmal, ne, wird gemunkelt, da diese freien Energien aus dem Äther oder sonst woher mit reinzunehmen ins System. Ja, und die Fläche hier drin, das ist nämlich eigentlich unsere Leistung, ne? Das ist eigentlich unsere Energie, ne, sozusagen. Das müsste man halt erstmal rausfinden, ne? Ob diese Fläche der Energie wirklich kleiner ist beim Reinstecken als die Fläche, die wir hier rausbekommen an Energie. Tja, naja, gut. So, Kondensator ist kurz geschlossen. Ja, ihr wisst ja selbst, dass bei den Kondensatoren, naja, die haben so eine Eigenremanenz, ne? Geht jetzt langsam ein bisschen hoch. Das macht aber nichts, das wollen wir ja gar nicht zeigen. Das hier wollten wir zeigen, ne? Diese Batterie ist jetzt bei 5 Volt ungefähr, bei 4,99 Volt dürfte sie ungefähr sein. Kontrollieren wir gleich nochmal. So, Messstreifen sind dran und sie zeigt sogar nur noch 4,95 Volt an. Na, also komplett nieder der 9 Volt Block. Tja. Und dann wollen wir mal loslegen, ne? So, dann haben wir alles im Blick. So, und zwar geben wir jetzt den Einschaltstromstoß drauf, wenn ich drauf drücke. Jetzt ist Einschaltstromstoß drauf. Ne? Feld ist hier drin, ihr seht hier unten die Nadel. Und hier tut sich noch nichts. Aber jetzt werden wir loslassen. Ha! Losgelassen und hier haben wir unseren Kondensator jetzt bei 10 Volt. Kann man natürlich auch noch ein bisschen öfter machen, ne? Noch ein bisschen drücken, drück, 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 drück. So. So, und schwuppsdiwupps ist unser Kondensator bei 50 Volt. Sieht so erstmal schon ganz schön beeindruckend aus, nicht? Auch ganz schön Leistung da. So, da wollen wir uns das Ganze mal auf dem Oszilloskop angucken nochmal, ne? Also, Einschaltstromstoß, Ausschaltstromstoß. Nochmal, Einschalt, Ausschalt. Einschalt, Ausschalt. Tja, reicht mein Oszi gar nicht so richtig, ne? Kann man noch ein bisschen weiter runter? Ne, ich bin schon unterste Volteinstellung. Und selbst da geht der Einschalt, nee, der Ausschalt, Stromstoß, Einschalt, Ausschalt. Ja, geht unten über die Linie drüber, ne? Ja. So, jetzt mal ganz davon abgesehen, ne? Selbst wenn diese Fläche nicht größer sein sollte als diese, so ist die Spannung, die hier erreicht wird beim Kollabieren, doch schon echt extrem, ne? Und ja, ich weiß ja nicht so richtig, ob so der Herr Bedini drauf gekommen ist, aber ja, ich glaube, wenn man Batterien laden möchte, haben die das gern, wenn sie mit solchen großen Spannungsstrompulsen befeuert werden. Tja, vielleicht ist er so auf die Idee gekommen, ein Batterieladegerät so draus zu bauen. Weil da haben wir ja auch noch einige Aufgaben vor uns, ne? Ich meine, auf Wikipedia steht, dass diese Bleigel-Akkus und ne, diese normalen Bleisäure-Akkus, dass man da ungefähr einen Wirkungsgrad von 70% ungefähr nur hat, ne? Also von der Energie, was unser Ladegerät reinschickt in die Batterie und das, was dann in der Batterie drin ist. Ja, ich denke, da können wir doch noch ein bisschen was optimieren. Ein was Simples können wir ja einfach mal noch probieren, ne? Wenn wir schon mal zwei identische Kondensatoren da haben. Ja, dann lade ich den jetzt einfach mal mit den 5 Volt von hier auf. Na, also, so hier. Gut. Müssten also 5 Volt drin sein und dann muss ich schnell sein, dann muss ich den schnell hier ran drücken und gucken, was hier für eine Voltzahl ist. So, also
Das ist da. Ja, muss ich gehen. Na, los geht's. So, so. Wenn dann hier drüben mehr als 5 Volt sind, ne? Ja, dann brauchen wir gar nicht weitermachen. Okay, so. Jetzt. Plus, minus, plus, minus. Dann müssen wir es so rum anklicken, jawohl. So, so, so. So. So und drück. Na gut. Ihr seht's. 1,6 Volt haben wir, ne? Bisschen was ist zurückgegangen. Aber ja, Energie, Dichte und Volt sind halt was Unterschiedliches. Also, keine freie Energie. Danach jedenfalls. Trotzdem basteln wir uns jetzt mal ein Ladegerät. Als Vorvergleich brauchen wir mal so eine Art Referenz. Ja, da habe ich mir jetzt die zwei Kondensatoren rausgesucht. Die dürften so bis 300, 400 Volt gehen, jeder einzeln. Mikrofarad weiß ich nicht, steht nichts weiter drauf, außer das hier. Und nach der Bezeichnung habe ich nichts weiter gefunden. Da habe ich einen Bedini-Motor dran. Ganz normal über die Diode. Ampermeter mit zwischengeschalten, 12 Volt Versorgung hat er. Ja, und an den Kondensatoren haben wir noch eine Last dran. Das ist eine LED-Lampe für 220 Volt. Ja, jetzt wollen wir mal gucken, wie viel Zeit unser Bedini benötigt bei 12 Volt mit so und so viel Ampere Eingangsstrom, um auf 100 Volt zu kommen. Und wir starten. Geht es schon ratzfatz hoch. Der zuckelt schön vor sich hin. Neon-Glimmlampe ist noch nicht an. So. Bei 62 Volt sind wir schon. Hier tut sich noch nichts. Ne? Als erstes gehen meistens, da sind so rote und blaue LEDs sind drin. Als erstes gehen meistens die roten an. So, schon bei 80 Volt jetzt. Und eine halbe Minute ist vorbei. Kommt jetzt schon ein bisschen was? Nein, ne? Immer noch nicht. So, 90 Volt, jetzt wird's spannend. 90, 5, 7, 8, 9, zack. Okay, also fast eine Minute, ne? 57 Sekunden, um auf 100 Volt zu kommen. Gut, jetzt haben wir unsere Referenz. Ah, halt, der Eingangsstrom, Moment, mal fix nochmal anschalten. Da bleibt ja eigentlich immer gleich, ne? Gut, also pendelt so zwischen 2 und 300 Milliampere hin und her, ne? So Richtung 300 Milliampere. Na, rechnen wir mal großzügig mit 300 Milliampere. Er steigt natürlich weiter. Gut. So. Jetzt haben wir 108 Volt auf den Kondensatoren hier. Tja, die einfach so kurz schließen, bin ich echt kein Fan von. Ich habe auch mal gehört, das soll gar nicht so gut sein für die Kondensatoren. Das, was einem dann selbst passieren kann, Verbrennungen und elektrische Schocks und so weiter, mal ganz davon abgesehen. Ja, da habe ich mir jetzt einen Föhn auseinander gebastelt. Und das sind die Reste dieses Wolframdrahtes da drauf. Den Rest habe ich schon für was anderes benötigt. Aber das geht ganz gut zum sanften Entladen. Ne? Da kann man dann hier. Und Moment. Und jetzt. Jetzt. Naja, ihr seht es ja, ne? Genau. Geht schön runter. Das wird ein bisschen warm hier. Aber kein Blitz, kein überhaupt nichts. Schön sanft. So. Jetzt sind wir wieder bei Null. Können wir das nächste Experiment aufbauen. Nun ist der Mikrowellentrafo dazugekommen. Der ist jetzt einfach in Reihe in den Eingang geschalten. Ne? Also hier kommt mein Plus vom Ampermeter. Das ist jetzt hier der schwarze. Ne? Geht auf die eine Seite der Primärwicklung und die andere Seite geht dann einfach in den Bedini-Motor rein. Ne? Ja, wenn der betrieben wird, dann
saugt er sich ja die Spannung aus der Batterie auch sozusagen gepulst, ne? Und mal gucken, wie das jetzt funktioniert. Als Spannungsquelle haben wir jetzt 24 Volt, weil ich habe ja vorhin schon ein bisschen rumprobiert. Mit 12 Volt funktioniert es dann nicht mehr. Wir haben ja jetzt den ganzen kompletten Draht jetzt mit drin im Eingang, ne? Das heißt, ein zusätzlicher Widerstand. Das heißt, müssen wir hier mit den Voltzahlen höher gehen, damit er so laufen kann wie vorher, so ungefähr. Also, selbes Spiel nochmal wie vorhin. Hier ist das letzte Kabel. So, ist dran. Und wir starten. Ha, geht schon los. Aber was macht dann hier? Jetzt macht er was ganz Komisches. Jetzt fängt er hier schon übelst an. Aha. Und hört ihr das? Aber irgendwie, ja, das kann nicht sein, ne? Also die leuchtet nämlich jetzt schon. Und hier sagt er, wir haben nur ein paar Millivolt. Ich glaube, hier ist es, oh ja, da war es mal kurz gewesen, glaube ich, ne? Hm? Hier nicht. Da nicht. Doch, 148 Volt. Mist, haben wir verpasst. Ging jedenfalls viel, viel schneller. Und hier, die leuchtet jetzt schön nach. Mhm. Bei, ach du meine Güte, ich glaube, ich muss hier, 146 Volt sind wir immer noch. Ja, guck, jetzt sind wir bei der Zeit, wo wir vorhin ungefähr gewesen sind. Also geht definitiv viel, viel schneller. Schon allein, wenn wir am Eingang eine zusätzliche Spule mit Eisen mit drin haben. Gar nicht mal schlecht. Ja, na gut, okay. Bei 24 Volt waren wir ja trotzdem hier bei einer Stromaufnahme von zwischen 200 und 300. Also das Doppelte, was reingegangen ist. Ne? Aber von der Zeit her, hey, das muss ich jetzt nochmal genau machen. Und spätestens jetzt ist es mit meinem Verständnis ganz aus. Hier, sie leuchtet. Da haben wir 200 Volt drauf, ne? Ungefähr. Geht langsam runter. 36 Volt Eingang. Und wenn wir wieder ein bisschen mehr Volt haben wollen, mal ein bisschen wie ein DJ. Tak, tak, tak. Schaukeln wir es mal ein bisschen hoch. Noch ein bisschen. Noch ein bisschen. Komm schon. Ja. Dann gucken wir mal, wie wir auf 220 kommen. Hier einen kleinen Finger. Komm, komm, komm. Jawohl, jetzt sind wir wieder bei 220 Volt. Ne? Ach ja, und während ich drehe, ne? Das ist die Stromaufnahme. Also bis 150 Milliampere ungefähr. Also 150 mA bei 36 Volt. Um hier immer ein bisschen was, jetzt schon bei 230 Volt, immer ein bisschen was nachzutanken. Und angeblich hat die hier 8 Watt. Ne, ich meine, 8 Watt ist nicht die Welt, ne? Trotzdem kenne ich das bisher ein bisschen anders. Vor allem nicht so leicht. Egal welche Richtung. Einen kleinen Finger. Ja, was haben wir denn jetzt eigentlich gemacht? Ne? Also einfach wieder unseren Mikrowellentrafo in Reihe in den Eingang genommen. Ne? Hier das schwarze Kabel ist eigentlich das Pluskabel vom Eingang. Ne? Das geht hier ins Ampermeter und dann vom... Ah, hier ist der richtige Plus. Ne? Ja, die andere Seite geht ganz normal an den Bedienimotoreingang. Ja, und die Sekundärwicklung. Ne, die hat mich nämlich auch etwas fasziniert. Wir können ja nochmal eine kleine Demonstration machen. So, jetzt sind hier direkt 230 Volt drauf. Na gut, erstmal wieder entladen. So, jetzt kann man abklemmen. Das ist nämlich jetzt mein Minus gewesen. Mein Minus von meinem Kondensatorblock. Also eins der Minusse. Ach nee, das ist der Minus. Genau, das ist der Minus. Wo ist denn mein Minus vom... Ach, den habe ich gar nicht dran. Ich habe den Minus vom Bedienimotorausgang überhaupt nicht dran. Kein Wunder, dass hier die Neon-Klimmlampe immer kommt.
Da ist ja, ach du, ich, nee. Nee, weil, Moment. So, die andere Seite vom Mikrowellentrafo, ne, die andere Seite der Hochspannungswicklung geht über eine 1000 Volt Diode auf die Plusseite von der Kondensatorbank. Da habe ich jetzt wirklich nur diese Pulse genommen, hiervon, und habe damit die Kondensatoren aufgeladen auf 220 Volt. Schön. Einen Bedini-Motor-Ausgang habe ich gar nicht. Ich fasse es jetzt noch gar nicht. Ja, die Sekundärwicklung könnt ihr natürlich auch schön mitnehmen. So, das hier nochmal abklemmen. Und mal gucken, wie es nun ausschaut. Das dürfen die ja gar nicht geladen werden. Ne? Hoffentlich hält es mein Bedini-Motor überhaupt aus. Hier, schau mal. Ah, ein bisschen. So, hier hat es gequalmt. Gut, aber was ich ja eigentlich zeigen wollte. Das sind schon ordentlich Pulse da, ne? Ah, jetzt läuft das sogar von selber. Ja, so, nur um es mal gezeigt zu haben, ne? Jo. Tja. Also, Bedini-Motor ist jetzt, also der Ausgang ist jetzt auch mit angeschlossen. Ich muss das Potti jetzt ein bisschen hochdrehen, weil wo es ganz unten gewesen ist, hat er hier Anschlag 500 mA Stromaufnahme gehabt. Das ist immer schneller und schneller geworden und die Kondensatoren hat es vollgehauen ohne Ende. Also so schnell hatte ich vorhin gar keine Zeit gehabt, die Kamera in die Hand zu nehmen. Muss alles sofort wieder abklemmen. Dann haben wir einen halbwegs guten Punkt erreicht. Ne? Die geht jetzt immer ein bisschen niedriger. Ja, weil jetzt kann man nämlich ein bisschen stärker anschieben. Es läuft da nämlich bis ungefähr 230 Volt ungefähr. So. Und so schaut es dann aus. Also, das leuchtet schön nach wie vor. Strom nimmt er jetzt natürlich nichts auf. Und wenn wir drehen, kommt das so an die 200 mA kurzzeitig ran. Ganz kurzzeitig, ja, da schon wieder bei 240 Volt. Ich weiß gar nicht, wie weit wird man. Das sind bestimmt 300 Volt Kondensatoren hier drin, schätze ich mal. So, die Scheitelspannungen von der Wechselspannung ist eigentlich 320 Volt, ne? Ah, aufhören. Jetzt ist es wieder soweit. Gut, habt ihr das gesehen? Also ab und zu ist mal ein Punkt, holla die Waldfee, 280 Volt auf den Kondensatoren. Ja, die kriegt langsam ihre richtige Leuchtstärke.